Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Mann, oh Mann. Was ein Tag, sag ich euch. Es regnet. Was ja eigentlich ein Zeichen für mich ist, wenn es regnet, dann musst du. Du musst einfach runtergehen. Ich glaube, das werde ich auch machen. So, hier bekommen wir jetzt richtig gute... Also, nee, noch nicht. Hier auch noch nicht. Ah, hier. So. Stimmt, ich habe kein Eisen mehr, ne? Nein! Ah! Ich bin gerade voll in einem anderen Spiel von der Steuerung her. So, 30, 30, 30. Gut, dann kann ich jetzt mein Haus ausbauen. Juhu! Sieben Sterne Samen. Na, wenn sich das nicht lohnt. So, dann mache ich jetzt erstmal als allererstes hier zwischenlagern. Auch das lagere ich dazwischen. Auch diese Blume lagere ich dazwischen. Diese auch erstmal, denn die kann ich ja dann wieder verwerten. Ich glaube, ich habe genug zu essen, um runterzukommen. Wie sieht es denn mit meinem Schürfen aus? Es könnte funktionieren, dass mein Schürfen heute mal netterweise... die nächste Ebene durchbricht. Was ja richtig nice wäre, ne? Weil ich meine nur, guckt euch das mal an. Ups. Zack, Gold. Gold. Und? Gold. Ich muss einfach jetzt wirklich jetzt hier richtig smooth durchkommen. So ungefähr. Smoother geht's gar nicht mehr. Ja, war klar, du blöder Maulwurf. Ich würde ja mal interessieren, wie viele Schläge brauche ich jetzt hiermit, wenn ich den Maulwurf damit erwische. Haha, ein Schlag. Und ich hätte vorher mein Inventar lernen sollen, ne? Naja, okay. Warte mal, eigentlich kann ich ja die Gießkanne genauso wie das erstmal runterpacken. Das Essen hoch. Das runter. Alles, was Essen ist, erstmal nach oben. Das sind zwar alles ganze Mahlzeiten, oder? Ja, so relativ. Ja, das sollte aber gehen. Ach, blödes. Blöder Maulwurf. Und dann ist er auch weg. Ja, kann man auch so machen. Also mit dem Orikalkos-Hammer sind die Maulwürfe ein Witz. Super. Muss ich natürlich hier mal gucken. Oh, natürlich erwische ich es genau falsch. Egal. Egal, durch da. Nein, da ist der Ausgang nicht dazwischen. Ich hatte jetzt echt die Hoffnung, dass der dazwischen ist. Dann ist er halt da. Wie gesagt, ich muss runter. So schnell wie möglich. Direkt in der Mitte. Was will man mehr? Nein, eigentlich solltest du den da abbauen, aber ist in Ordnung. So, jetzt darf ich raten, wo der Ausgang ist. Nein.
Nein. Nö. Ja. Wie gesagt, ich muss jetzt so schnell wie möglich nach unten kommen, aber irgendwie... erstmal den Ausgang finden. Ich will eigentlich deren Sachen gar nicht haben. Aber ist in Ordnung. Oh, das will ich aber haben. Oh, könnte doch jedenfalls ein Diamant dabei sein, Mann. Ja. Ah. Ich suche eigentlich so eine Grube zum Runterfallen. Gemüsesalat, Gemüsekräutersuppe. Was hat denn diese Gemüsekräutersuppe zu bedeuten? Oh. Nice. Mal zwei Herzen mehr. Aber, ja, toll. Trotzdem ich euch nicht. Ach, da wäre der Ausgang. Ich will doch nur runterfallen. Runterfallen ist zu viel verlangt, ne? Meine Tasche ist voll, das habe ich fast befürchtet. Es ist doch zum... ja, da soll man sich jetzt entscheiden, was man wegwirft, ne? Das ist dann schwer, sich zu entscheiden. Steine, wie gesagt, brauche ich erstmal nicht. Rein theoretisch brauche ich auch kein Eisen. Bloß, was ich definitiv brauche, sind Diamanten. Deine Tasche ist... ja, und sowas kann ich da natürlich auch gebrauchen, ne? Kohle. Ach, Mann. So. Puh. Schwere Entscheidungen, die hier getroffen werden müssen. Oh. Und das nur, damit ich runterkomme. Zwei Rohdiamanten. Das ist gut, das ist Geld, ne? So ist es jetzt nicht. Also ich bin hier über jedes bisschen, was ich da kriege, echt froh. Ja, die Steine können da liegen bleiben. Oh. Das habe ich fast befürchtet. Verdammt. Das ist jetzt natürlich wieder nervig. So. Und ich kann runterfallen. Yes, endlich. Muss nur auf Stufe 30 irgendwie fallen. Ah, schade. Aber schön ist, ich darf wieder was essen. Wett. Dann will ich wieder meinen Keks. Was war's denn, was mich da verbessert hat?
das war's, okay. Zwei Steinchen lohnt sich das nicht. Ah, er wollte gerade auftauchen. Der hat mich volles Brett erwischt. Oh. Das ist schön. Das sind wieder schön viele Ressourcen. Wenn ich so weiter runterkomme, ist das in Ordnung. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Da. Zack, davon kann ich auch was nehmen. Ah, da ist ja schon die Grube. Beziehungsweise mein Ausgang. Oh, ich wollte nicht die Steine. Genau. Für Orichalkos mache ich dann natürlich gerne Platz. Wow. Noch ein Diamant. Schön. Schon 4 Diamanten, schon 40.000 sind mir sicher. Oh. Erstmal hier umschauen. Jetzt den Ausgang suchen. Gut ist, dass die Steine alle liegen bleiben. Ja. Ey. Unterbrich mich nicht beim Schürfen. Blödes Ding. Nö. Für das bisschen Gold mache ich jetzt keinen Umweg. So, weg mit euch. Schön, wenn man alles, was die droppen, einsammeln kann. Ich würde ja mal interessieren, ob ich damit auch die anderen Maulwürfe gut besiege. Da ist er. Steine können ruhig liegen bleiben. Ist mir scheißegal. Lass die Steine liegen. Alles andere ist mir wie. Oh. Da sag ich doch nicht nein. Noch ein Rohdiamant. Oh. Also, es ist jetzt echt mal so eine Rohdiamanten-Phase hier, ne? Danke. So. Schön wieder auffüllen. Oh, dann nehme ich natürlich den Weg nach unten. 35. Na komm, dich machen wir diesmal platt. Oh, die geben was Goldenes. Okay. Ja, bin ich dabei? Alter, ihr seid so welche Drecksäcke. Die Objekte tausche ich natürlich gerne. Was? Ich sammle schon wieder Steine ein? Nee. Oh, es ist doch doof. Ah, schade. Nichts dabei. Weg mit dir. Toll. Die Steine kann ich ja nur noch wegwerfen. So ist es ja nicht. Huh.
Wieso goldene Sachen droppen? 100% haut er wieder ab. Ah. Weg mit dir, Kohle. Kein Rohdiamant. Alter, ich hasse diese Maulwürfe. Alter, ich gehe erstmal raus. Egal, runter. Runter, 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 runter. Die lasse ich da oben erstmal wüten und das nehme ich mal mit. Ne, der Ausgang ist ja. Ah. Ah. Ich möchte eigentlich nur meine Schirrfähigkeiten nach oben bringen. Boah, ihr drei Stück auf einmal gleichzeitig. Ja, das ist ja. Bin ein wenig müde, ja. Kannst du ruhig sein. Boah. Ja, übermenschlicher Schürfer. Juhu. Und jetzt ab nach unten. Und jetzt geht's ins Orichalkos. Ich sollte vielleicht vorher die Steine, die ich habe, wegwerfen. Nur noch durchlaufen. Durchlaufen, durchlaufen, durchlaufen. Alter, wie spät haben wir es denn schon wieder? Ich fühle mich überhaupt nicht auf den Arm genommen, ne? Hm, ach da. Ah, es ist so klar, dass der mich erwischt. Lieber tiefer gehen. Lieber tiefer gehen. Wenn man merkt, es wird eng. So erwische ich die gut. Natürlich nehme ich wieder die Steine mit. Kurz hier mal reingucken, in der Hoffnung, hier ist was. Aber nein, hier ist nichts. Und schnell wieder weg. Ganz kurz hier rein. Zack. Auf den Boden platzieren. Und wieder weiter. Da, Orichalkos. Vier Stück rausbekommen, ist doch gut. Wow. Eigentlich wollte ich ja mein Haus erweitern, aber ist in Ordnung. Hauptsache Diamanten. Und den Ausgang nach unten. Besser.
So, wir suchen weiter Orichalkos. Nein, natürlich nicht, aber das nehmen wir auch mit. Ist zwar kein Diamant, aber egal. So, jetzt habe ich die Herausforderung, dass wir den Ausgang finden. Da ist er doch. Okay, zeittechnisch, wie sieht's aus? Ich hätte gerne noch Diamanten mitgenommen, aber wenn keine da sind, lasse ich's. Jetzt hier keine Spielereien machen. Ich fall gleich um. Brauchst du nicht, keine Sorge. Ich habe noch Milch da. Ja, mehr habe ich auch nicht mehr. Was heißt, mich denn doch auffüllen kann? Komm, Tro, du findest hier doch noch irgendwo Orichalkos. Nö. Aber auf Stufe 50 definitiv, deswegen ziehe ich das jetzt hier auch durch. Also diesen Run habe ich echt mal wenig Orichalkos gefunden, sind wir mal ehrlich. Da ist mein Ausgang. Wunderbar. Ich finde zwar schade, dass ich jetzt nur so wenig gefunden habe, aber sollte mich freuen, besser als gar nichts. Ja, ich habe mich jetzt nicht um meine Tiere gekümmert, ich habe mich jetzt um gar nichts gekümmert. Das ist vollkommen richtig. Aber, na, komm aufsatteln. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Wenn der nächste Tag anbricht, dann habe ich verloren. Eigentlich ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Zeit verloren. Oh nein. Oh. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sage bis zum nächsten Mal und oh, das wird so knapp. Ich bin euer Tro, haut rein. Ah, tschüss.